Herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lord of Shadow. Ja, und wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Der letzte Part war ja ziemlich kurz. War eigentlich, ja, eine Art Wiederholung bloß, weil ich da die drei Feen verloren hatte oder aus Versehen angewandt hatte. Die Musik ist hier schon wieder derbe laut. Okay. Und ich wähle das mal aus. Long and hard to get to this point, and now he faces his stiffest challenge. The Dark Lord of the Lycans must be defeated if Gabriel stands any chance of bringing his beloved back. I fear he will suffer more than he knows once he discovers the truth, and yet his hatred and burning desire for revenge cannot be underestimated. He has the gauntlet, and he has Gandalf's weapon. He is a force that even the Dark Lord will struggle to deal with. Good. Soon he will overcome this evil. Soon the world will be free of the Lords of Shadow, and plans long dreamt of will come to fruition. Go, my friend, go and break this creature once and for all. Ja, bevor es weitergeht, wollte ich euch, liebe Zuschauer, mal was fragen. Hättet ihr lieber in Zukunft, dass ich die Spiele nur Gameplay mache, also nicht mehr dazu rede, oder eben, dass ich weiterhin in den Spielen rede, aber eben... Bei mir ist es ja so, ich rede ja dann nicht allzu viel immer. Also ich bin nicht so eine Quasselstrippe wie manch andere, die ja nur reden. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr lieber Gameplays von mir sehen wollt, wo ich gar nicht so rede, also nur wo ich spiele, oder wo ich weiter dokumentiere. Okay, jetzt geht's aber... Jetzt haben wir einen Boss vor uns. Der wartet da unten. Warte mal. Geh mal. Ah, hätte ja sein können, dass man nochmal zurückgehen kann. So, hier können wir uns nochmal auftanken. So, das brauchen wir leider nicht. Nimm mal trotzdem mit. Und jetzt werde ich mal umschalten. Ich glaube, den hatten wir nämlich noch gar nicht angewandt. Das war jetzt auch kreisgedrückt halten, glaube ich. Aber jetzt kommt erstmal eine Frequenz, glaube ich. Yeah. Ja. Ah, viel Spaß. I have come to fulfill the prophecy. A warrior from the Brotherhood, here on Lycan soil. I wonder, warrior, if you know where you are and who I am. I am on desecrated land, and you and those of your clan do not deserve to live. You say you are here to fulfill a prophecy. You and the other Lords of Shadow are protecting a power in your sanctuaries. I have come to reclaim that power. You, alone, you dare enter my inner sanctum and dictate your petty mortal terms to me. I am immortal, little man. And your pathetic prophecy is known to me. But you are ignorant. Ignorant of the real truth of your situation. It is you who are ignorant. Ignorant of the pain and suffering you have brought to this land. Hear me. Many centuries ago, three great warriors founded the Brotherhood of Light, the order to which you belong. Their sole purpose was to serve God and defeat the devil. For decades,
The Founders fought fiercely against the spawns of Satan, and finally tipped the equilibrium in God's favor. Such was their commitment to the crusade, that their studies in holy enlightenment led them to three sacred places, where the power of God converged with such intensity that it forged a bridge between the spiritual and the real. The Founders used that power to purify themselves, abandoning their human forms and transforming them into spiritual beings whose power was second only to God's. You tell me nothing that I did not already know, beast. Little did they realize that what they left behind were not their carcasses devoid of souls, but instead the dark sides of themselves. Don't you see? That is how we came to be. We, who you call the Lords of Shadow. No. You lie. This place is where one of your Founders ascended into heaven, and where I was born. This is the place where, according to your prophecy, a warrior of light will reclaim the power of my beloved brother in heaven, and I too will diminish. If that were to occur, he would die with me, because we are still the same being. He and I, still connected. Kill me, and you kill him. Kill us all, and you will kill the saintly Founders of your own order. Ah, brother, even you have to smile at the irony of it all. Perhaps he is willing to sacrifice himself for you, for the greater good. I, however, am not. I am Cornel, Lord of the Lycans. Is this the best the... Jetzt kriegst du die Macht der bösen Schlampe zu spüren. Ja, die können wir jetzt immer ausführen, wenn wir den Kristall voll haben. Sehr hilfreich. Viel hat sie ihm jetzt nicht abgezogen, es liegt aber daran, schon nicht. Sorry Leute, hatte gerade ein Rage auf Dingsbums da. Er hat aber noch eine zweite Phase, glaubt mir. Ist noch nicht vorbei. Jetzt wird er nämlich entweder zum Werwolf. Ja. Sehr groß und hässlich sieht er aus.
weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich nur die Dinger hier kaputt machen. Jetzt lass mich doch mal. Blöde Sau. Ah, ich glaube, beim ersten Mal schaffen wir es nicht. Ja, da ist er nämlich ganz schön heftig. Aber naja, gut, jetzt kriegen wir ein neues Leben dazu. Das Schöne an dem Spiel ist ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen nur die Dinger hier kaputt machen. Das habe ich irgendwie noch so. Oder erstmal müssen wir ihnen einen gewissen Schaden zufügen. Ah, es läuft ganz gut mit dem Ausweichen. Oh, was macht er jetzt? Oder er hat sogar drei Phasen, das kann auch sein. Oh, das wird knapp. Der will bloß wieder Anlauf nehmen. Ja. Aber ob wir das schaffen? Nein. Jetzt müssen wir nur hier. Nein! Der schafft es uns doch tatsächlich hier. Scheiße, er hat es tatsächlich noch geschafft. Ah, das war die letzte Statue. Na egal. Wir fangen ja da wieder an, wo wir die Statuen jetzt kaputt machen müssen.
müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ist wieder eine. Muss mal ein bisschen Leben zurückholen. Jetzt schaffen wir das hoffentlich. Jawohl. Jetzt kriegt er mit seinem eigenen Hammer eine. Oh nein, habe ich mich verdrückt? Ich habe mich verdrückt, ich habe zu früh gedrückt. Mist. Aber man kann es ja immer gleich wiederholen. Das Gute an dem Spiel. Ja, verrecke, du Sau, du. Naja, der Kampf, der war schon, finde ich, also herausfordernder. Fordernder. Deutsch kann ich auch heute nicht. Na, ist ja noch früh am Morgen. Ja, und jetzt haben wir neue Stiefel gekriegt. Ihr habt ja bemerkt im Kampf, dass der manchmal ziemlich schnell war. Ja. Das sind wir jetzt auch. Make haste, my love. Reclaim the power before it is lost. Oblivion, Sempiternum, Daemonis. Ja, und wir haben ein neues Talent dazu gekriegt. Diese mächtigen Stiefel wurden vor langer Zeit als Geschenk für Cornell gefertigt. Mit ihrer Hilfe konnte er große Entfernungen in atemberaubender Geschwindigkeit zurücklegen. Doch als er zum dunklen Fürsten der Lykantropen wurde, feilte er an ihnen und verwandelte sie mittels Schattenmagie in eine mächtige Waffe, dank der er seine Gegner mit unglaublicher Geschwindigkeit niedertrampeln konnte. Ja, nicht schlecht. Also, wunderbar. Ich weiß das gar nicht. Ich mache hier aber erstmal mit den... Kannst du sprinten? Tippe zweimal schnell den linken Stick an. In eine Richtung. Ja, seht ihr? Ah ja, und dann kann man höher springen. Wie ihr seht. Ich mache hier aber erstmal einen Schnitt und sage... Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen.